Hallo, mein Name ist Wolfgang Rust. Ich begrüße euch wieder mal zu unserer Serie Lektionen richtig reiten bzw. richtig reiten lernen. Ihr seht es im Hintergrund bereits, wir beschäftigen uns heute mit dem Galopp und zwar mit den einzelnen Phasen der Bewegung des Pferdes, auf das Pferd bezogen, Sitz des Reiters, wann wirken wir ein, wie erkennen wir den Bewegungsablauf auch im Rücken des Pferdes, wie wir uns bewegen müssen, sollten. Wir machen es wie immer, Originaltempo, Zeitlupe, Originaltempo. Als erste Sequenz, wir haben wieder mehrere, sehen wir uns diese an. Linksgalopp, das Pferd hat die Beinfolge rechts hinten, Diagonale, links hinten und rechts vorne gleichzeitig und dann links vorne, sehen wir uns das im Standbild an. Hier ist rechts hinten als Standbein. Wir sehen jetzt, das Pferd ist in dem Moment, wo es mit der Diagonalen links, hinten, rechts, vorne auffußt, auch am tiefsten mit der Krupp. Jetzt haben wir von der Einbeinstütz auf eine Dreibeinstütz, rechts, hinten, Diagonale, links, hinten und rechts, vorne. Wir betrachten hier den Linksgalopp. Nun ist die nächste Phase ein Abfußen des rechten Hinterbeins und wir sehen hier eine Zweibeinstütze, nur mehr links, hinten und rechts, vorne. Die anderen beiden Beine sind in der Luft. Nun kommt das Auffußen mit linken Vorderbein. Jetzt haben wir wieder eine Dreibeinstütz. Diagonale links hinten, rechts vorne und links vorne. Und nun ist die Einbeinstütze. Hier in dem Moment ist das Pferd hinten abgefußt und die Krupp ist der höchste Punkt. Ihr könnt euch das dann nochmal ansehen in aller Ruhe. Beim Auffußen mit dem Dreibeinstütz hinten ist das Pferd am tiefsten. Jetzt ist es hoch, jetzt fußt es vorne links ab und nun kommt der Widerriss nach oben. Ihr könnt es jetzt schon ein bisschen beobachten, wiederum, Einbeinstütz, Dreibeinstütz, Einbeinstütz, genau, so. Und ihr seht auch diese Wellenbewegung im Körper des Pferdes. Krupp ist hoch, jetzt geht die Krupp wieder runter. Dieses Krupp hoch, jetzt kommt der Rücken hoch, nun ist der Widerrist oben. Immer mit dem Abfußen verbunden kommt der Körper des Pferdes hoch, mit dem Auffußen verbunden geht der Körper runter. Betrachten wir das nun auch noch einmal in einem Standbild. Wenn das Pferd jetzt rechts hinten auffußt, bin ich mit meinem Körper ganz hinten. Das heißt, hier kommt diese Kippbewegung, was wir auch im Trab-Video schon haben. Hier ist quasi das Ausholen und jetzt kommt die Stützbeinphase, wo die Bewegung nach vorne geht. Warum? Wir schieben mit unserem Kreuz die Sitzknochen nach vorne über die Streckerkette drüber. Wir haben da gesagt, das Pferd kann nur, wenn es mit den Beinen am Boden ist, mit der Streckerkette seinen Körper drüber schieben. Wenn es in der Schwebephase ist, haben wir die Einwirkung mit der Wade auf die Beugerkette. Wir kennen es aus dem Video Streckerkette, Beugerkette. Betrachten wir das nun. Das Pferd fußt auf, der Rücken geht runter. Jetzt kommt der Schub im Becken und wirkt auf die Streckerkette. Das Pferd fußt ab, die Wade aktiviert die Beugerkette. Es ist jetzt. Und das ist auch der Moment, in dem ihr mit dem Zügel abfangen müsst. Jetzt. Wenn das Pferd mit dem Hinterbein abfußt, kann ich am Zügel abfangen. Zu der Frage, ob man am äußeren Zügel, am inneren Zügel abfängt, da kommen wir nochmal dazu. Der innere Zügel, den nennt man stellunggebender Zügel, der äußere ist der parierende oder begrenzende Zügel. Ich empfehle jedoch, immer beide Zügel gleich zu halten. Wir sehen es hier immer wieder. Royal Champ ist ein sehr feines Pferd. Wenn der Zügel so durchhängt, wie man es bei mir hier sieht, nennt man das Schlottern der Zügel, das sollte nicht sein. Jedoch bin ich lieber ein bisschen feiner mit der Hand dran und lasse den Zügel mal etwas leichter. Und dieses leichte Schlottern sieht man beim normalen Reiten nicht, das sieht man nur hier in der Zeitlupe sehr schön. Also ihr merkt, ich mache hier auch keine Geheimnisse, nicht nur Videos, die immer nur einmal gemacht werden. 20 Mal gemacht werden und das einzig Gute nehme ich her. Ich zeige euch die Videos so, wie es ist. Sehen wir die Sequenz nochmal. Wir sehen hier diese Wellenbewegung, Krupp hoch, Widerrist hoch. Wichtig dabei, das Pferd bleibt vorne oben. Würde das Pferd dabei mit dem Kopf mit nach unten gehen, dann nennt man das Schaukeln. Das ist ein Fehler. Pferde müssen da vorne oben bleiben. Hier sehen wir jetzt ein Wechseln von rechts nach links, ein Angaloppieren. Gehen wir auf die Beinfolge. Das Pferd ist jetzt rechts hinten draußen. Der Schenkel liegt immer noch verwahrend, ganz normal. Wir wirken auf das rechte Hinterbein ein, weil wir immer mit der Wade auf das Bein, das abfußt, einwirken. Nun ist das linke Hinterbein. Jetzt kommt die Vorbereitung mit dem linken Schenkel zum Angaloppieren. Das ist links Druck, rechts Parade. Jetzt ist das rechte Bein draußen, was gerade als nächstes abfußt und mein Schenkel geht nach hinten
um den Galopp auszulösen. Und die nächste Beinfolge ist eine Diagonale mit dem linken Hinterbein, rechten Vorderbein und dann ist der Galoppsprung da. Das heißt, mit dem rechten Hinterbein beginnt das Pferd den Galoppsprung. Wir sehen hier in der nächsten Sequenz, jetzt betrachten wir mehr den Sitz des Reiters, der Oberkörper ist ausbalanciert, wir haben jetzt auch schon dieses Auge mit dem Mitwischen. Hier Standbeinphase, Becken ist hinten, Oberkörper ist gerade leicht vor der Senkrechte, immer schön mit dem Brustbein in die Bewegungsrichtung. Dann kommt das Nachdrücken, in dem Moment, wo das Bein, also das Hinterbein abfußt, kommt die Wade dazu. Betrachten tun wir immer vom Knie abwärts die Wade. Nicht unten die Ferse oder das Sprunggelenk, sondern immer vom Knie abwärts der Teil, der am Pferd dran ist. Ausbalancierter Oberkörper. Wir sehen auch wieder eine leichte Bewegung im Ellbogen. Winkel ist groß, Winkel ist kleiner. Immer wenn der Schub im Becken nach vorne geht, wird der Winkel größer. Wenn die Bewegung im Becken nach hinten ist, ist der Winkel kleiner. Jetzt ist der Winkel im Ellbogen kleiner und wieder größer, weil das Becken nach vorne geht. Die Hand bleibt dabei schön vorne stehen, so ungefähr über den Widerrist. Hier ist auch die Phase schön zu erkennen, das sind die ungünstigsten Fotos, die man machen kann. Wenn das rechte Vorderbein die Stützbeinphase hat, tendieren die Pferde zum hinter die Senkrechte kommen. Sie sehen auch bergab aus. Wir haben schon gesagt, wenn die Gruppe abfußt, die Hinterbeine oben sind, fallen die Pferde runter. Ausbalancierter Sitz, immer schön geschmeidig mitgehen. Ich hoffe, ich konnte euch hier auch wieder einen Einblick in den Ablauf des Galopps mitgeben, wie man einwirken kann, wie der Sitz ausschauen soll und worauf ihr euch konzentriert. Beim nächsten Video machen wir den Dressursitz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben.